Was läuft da hinten rum? Ach, ich habe keinen Kopf, deswegen. Also. Ich wundere mich. Ja, gut. Hilfe herstellen. Na, bitte. Na, komm. Ja. Okay, das war sinnlos. So, jetzt kann ich da mal ran. Verwerten will ich dich nicht. So. Aber Maro? Ja, haben wir genug. Die Idee mit einer Kochstelle finde ich jetzt gar nicht so blöd. Aber wir sollten vielleicht erstmal zum Camp der Aufseherin, also der Chefin, weitergehen, weil dort ist eine Kochstelle. Aber wir können auch erstmal noch das zweite Gebäude da drüben auseinandernehmen, wenn ihr das möchtet. Aber sicher doch. Das zweite Gebäude. Na hier, mit neben den Silos. Stimmt, da waren wir noch nicht drin. Halt da rein. Da rein. Das wäre eine Idee. Dank das Material hier. Habe ich irgendwas, was ich trinken kann? Schmutziges Wasser ist vielleicht nicht so ideal. Nee, dann rennst du so rum wie ich. Mal gucken, ich werde jetzt mal einen Red Axe einschmeißen. Das ist ein bisschen viel im Moment. Och, geht noch. Ja, wobei stimmt 300, weil das Problem ist ja dann noch die Getränkefrage. Du verdurstest. Erklärt mir gerade mal. Ja, genau. Hast du Alkohol oder ähnliches bei dir? Nö. Hilfsmittel, was habe ich denn noch? Ein Bier, ja, klasse. Das. Zeckenblut? Boah. Ja, könnte ich auch abgeben, aber muss nicht sein. Aber bei mir sieht es auch dünn aus. Also wir sollten wirklich zum Camp gehen und zusehen, dass wir die Stelle kriegen. Ja. Rußblumentee könnte ich dir abgeben. Habe ich noch einen. Christian. Ja, das wäre zumindest der Tropfen auf dem heißen Stein, dass ich nicht verblute. Ja. Verdurste. Ja, weil wir haben ja von dem einen vorhin gehört, das wäre ja ziemlich peinlich. Was? Ja, der Inder wollte gesagt hat. Ja. Du darfst was Alles. Du Mistviech, gehört habe ich dich doch. Danke. So. Wo steckt der? Na komm her. Put. Ja, trau dich. Ich möchte nicht wissen, wie viele Baumstämme ich jetzt hier schon geplündert habe. Wo ist Großblumen? Bei der. Okay, es ist zumindest ein bisschen was und ein bisschen was ist besser wie gar nichts. So, ich hoffe, dass da drüben irgendwo was zum Trinken ist. Ich täte es ja gerne fahren, ne? Was? Was ist denn das, eine Knattersacki? Ich glaube, wenn du auf der fährst, knattert der Sacki, ja, aber sonst. Ja, das ist bedenklich. Alles verrostet, ne? Aber die Leiter sieht top aus. Die ist noch in Schuss. Hier draußen, die Bäden. Na, da hat sich dann wenigstens jemand drum gekümmert. Das ist mal Qualitätsarbeit. Bob? Ja? Hast du da Spuren hinterlassen?
Nö. Ach, der wollte sich ausruhen, der hat drum gebettelt. Ach so, okay, also der ist einfach nur... Ey, ich dachte, da kommt Musik und nicht nur... Ah, ey, okay. Schachtel Zigaretten. Ja. Ich frag mich ja nur eins. Ich meine, es ist ja alle... Was habe ich gesehen, Maro? Keine Musik? Was hast du gesehen? Es ist ja alle nix. Nix. Hat sich in Staub aufgelöst, also... Das war ich nicht, definitiv nicht. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ja. Ich war ja außerdem schon 20 Kilometer weit weg. Ja, genau. Aber klar. So, da ist nichts mehr. Das passt. Wisst ihr, was ich als Schrott gefunden habe? Eine dreieckig gefaltete, und ihr werdet es nicht glauben, US-Flagge. Okay. Das ist nicht schlecht. Ja. Make America dreieckig again. Oh. Ja, ich wäre ja dafür, dass man es erstmal plätten würde. Weil so eine Flagge muss ja ordentlich geplättet werden, ne? Ja, aber sie sollte eigentlich faltenfrei sein. Ja, sie haben es falsche... Achso, er ist doof. Falsche Waschmittel, ne? Die haben nicht knitterfrei genommen. Oh. Hier draußen ganz sind schlecht. Rotblumen. Das sieht gut aus. Ein die Kürbisse, hat mal jemand probiert? Kürbisse? Mit denen kannst du doch ganz sicher als Koch was anfangen, oder? Ja, ich habe schon welche gesammelt. Ich habe auch Kürbisse, 5 Stück. 5 Stück? Du, da kannst du es ja krachen lassen. Wow! Und ich drücke jedes Mal Escape und lande jedes Mal im Menü übernehmen. Ich auch. Macht der Gewohnheit. Oh ja. Es gibt Hunderttausende von Spielen, bei denen Escape so reagiert. Außer Fallout. Ja. Es ist, irgendwie ist es auf der einen Seite witzig, aber auf der anderen Seite, ja. Aber drin war doch auf der anderen Seite damit ein Drehstabkopf. Ein Flansch. Ich habe einen Drehstabknopf Kopf gefunden. Ich habe einen Flansch gefunden. Habe ich gerade aufgenommen. Jetzt nehme ich eine Verbindungsstange auf. Wisst ihr was? Ich spiele am Wochenende mal wieder eine Runde Gold Rush. Da brauche ich das alles, um meine Maschinen zu reparieren, die ich kaputt gemacht habe. Okay. Na dann. Okay. Nichts mehr da. Gut. Richtig. So. Kann man das eigentlich auf der Map irgendwo markieren, wo man hin muss? Ja. Also so, dass man das... Ja, hier die Straße runter. Es ist schon markiert. Aber ich weiß, wir haben beim letzten in der Beta auch hier lang rumgehangen an der Ecke. Nein, ich frage mich nur, wo man auf der Welt sieht, man aber keinen Marker, wo man hin muss, gell? Das ist schon markiert, das ist das, was da leuchtet. Und das siehst du unten in dieser Möchtegern-Leiste. Na, du Kleiner. Warte mal, mit wem kuschelst du da hinten schon wieder? Jetzt werde ich wirklich eifersüchtig. Nix. Alles gut. Bleib hier, komm. Oh, du Süßer. Genau. Ich stelle fest, ich bin leicht überladen. Doch, dann. Ja, das liegt an den ganzen kleinen Baumstämmchen, die ich mitgenommen habe. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz ich habe. Holz in Holz, so. Wo sehe ich das Holz? Was? Wo? Oh, au! Vom Feld aus. Also Holzreste, 180 Stück, das reicht. Rechtschaffende Bürger. Da seid ihr bei uns falsch. Das ist schon eine Frage. Edge. Immer schön auf die Brust. Und dann nur Aluminiumschrott dabei, ey.
Ja, ein bisschen lächerlich, ne? Dafür, was du an Munition für die Dinger verscheuerst. Mhm. Das ist wirklich schlimm. Okay, ich bin offiziell überladen. Na, dann geht's jetzt ein bisschen langsamer vorwärts. Ich hab noch Platz. Ich hab was abgelegt. Sonst komme ich hier nicht mehr hinterher. Wir sind noch nicht mal bei Quest 1 angelangt. Aber ich bin schon überladen. Richtig. Aber ich meine, wir haben ja das Beta-Ziel, haben wir ja damals geschafft, dass jo. Wir maßlos überladen beenden. Und das. Richtig. Also. Das Schlimme ist, ich bin schon überladen und sammle trotzdem schon wieder auf. Oh, das Blutblatt, lecker. Uah. Kann ich da? Nee, da darf ich nichts mehr mitnehmen. Okay. Der hängt aber auch gerade noch so da unten drin. Meinst du sie da oder nee, das Auto? Man sieht es von der anderen Seite recht gut. Ja. Nee, muss man gucken, hier von drüben. Hier drüben von die Perspektive. Ah ja. Der wollte noch eine Runde schwimmen gehen. Jo. Und ein Skalpell. Gut. Ein Skalpell? So. Ja. Der ist schon wieder bewaffnet. Das gibt's nicht. Willkommen im Bootcamp. Heute marschieren wir mal den neuen 10-Kilometer-Lauf. Den wollen wir heute mal testen. Das mache ich sicher nicht, weil ich brauche was zum Trinken. Ich wandere mal da hin. Und bevor ich irgendwas mache, setze ich mich da einmal. Ich werde da mal zum Kochen anfangen. Ja, mach das. Okay. Währenddessen hätten wir schon mal das Aufseher-Logbuch. Gut. Dann werde ich jetzt einmal was trinken, bevor mir der wieder erklärt, du bist ein Verdursten. Toll, verdorbenes Fleisch, verdorbenes Gemüse. Mann, du verdurstest. Schnauze. Schon wieder Escape druckt. Na gut, dann schauen wir mal, was wir da alles machen können. Versteck des Aufsehers. Wiedergabe. Aufseher-Logbuch. Südlich von Ward 76. Ich wusste, das würde nicht das Appalachia sein, das ich kannte. Aber mutierte Tiere, durchgedrehte Bots und bislang keine Menschen.
Wir müssen darauf gefasst sein, den Wiederaufbau in, wie ich es sehe, feindlichem Gebiet durchzuführen. Zum Glück war Vortec vorbereitet. Sehen Sie das? Die Kochstation, die Lagerkiste, die Werkbänke. Alles mit dem Camp errichtet. Sie brauchen hier draußen eine Basis. Und genau die bekommen Sie mit dem Computerassistenzsystem für mobile Produktion. Benötigt werden nur noch Ressourcen, Planung und ein bisschen Muskelkraft. Wenn Sie Ihr Camp verlegen, kommt alles mit, was Sie gebaut haben, sodass Sie es an Ihrem neuen Standort wieder aufstellen können. Machen Sie davon Gebrauch, wenn Sie in unbekanntem Gelände unterwegs sind. Ich habe mein Camp dagelassen. Sie können es also benutzen. Ich weiß, dass ich meinen eigenen Rat, es mitzunehmen, nicht befolge. Aber nachdem ich Appalachia gesehen habe, muss ich dafür sorgen, dass jeder Bewohner von Vault 76 sichere Ausgangsbedingungen hat. Ich komme auch so klar. Wenn es sie noch gibt, liegt die Stadt Flatwoods die Straße runter. Treffen Sie mich dort. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Nee. Wie kann man eigentlich alles zum Kochen bringen? Gar nicht nacheinander. Oder? Ja, du kannst mit Q anzeigen lassen, was ist, was man alles verkochen kann, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, und genau. Dann eins noch einen anderen. Jo. Aber alles verkochen leider nein. Space, modifizieren, reparieren. Was will ich denn damit? Oh, das ist heftig. Wisst ihr, was ich für den Rathirscheintopf brauche? Abgekochtes Wasser, Gewürze, Holz, Radfleisch und Tato. Und alles Minimum zweimal. Nicht schlecht. Ja, dann. Du, übrigens, wir hätten Hunger. Auf Hirscheintopf. Ja. Yeah. Nicht? Herstellung, mal gucken. So, was haben wir denn? Ich habe Köterkeulen und kann sie nicht kochen. Warum kann ich die nicht kochen? Hä? Fehlt das Holz dafür oder warum nicht? Nö, ich habe über 200. Ich kann die Köterkeule nicht kochen. Das verstehe ich nicht. Müsste ich normal gehen. Ich habe 4 Köterkeulen drin. Ach nee, die sind schon zubereitet. Na dann. Fleisch von Mischlingshund. So rum. Ja, die bringt aber auch gleich 5 Rad. Möchte jemand Fleisch haben von den Viechern? Ich kann noch 2 abgeben. Eine habe ich noch gekocht. Ja, eine würde ich nehmen, wenn's. Sekunde. Geht. Und schon wieder drücke Escape. Ich raff das nicht, hä? Hey. So. Die Preise sind aber auch gesalzen, ne? Weißt du, was ich das kosten würde? 12 Grundkochen. Ah, so. Keine einstecken, aber ich soll ich will 12 haben, ne? Einen kriegst du natürlich kostenlos. Du brauchst bloß annehmen. Mhm. Das Bild von der Köterkeule schaut irgendwie sehr metallisch aus. Ja, es sieht ein bisschen. Ja, man könnte auch sagen, problembehaftet aus. So kann man das nennen, ja? So. Was habe ich jetzt gedruckt? Ah, das ist.
mal, so blöd das klingt, das verdorbene Fleisch, was Christian hatte, abgelegt hat in die Kiste. Wenn Bob meinte, wir können das hinterher zu Dings machen, dann macht das natürlich Sinn. Jeweils 10 Stück und dann kannst du einen Dünger draus machen. Aber nicht schlecht. Glaube, ich nehme aber zuerst wieder den Bleimarken. Ich habe jetzt mal den ganzen Schrott, den ich einstecke, tatsächlich in die Kiste gepackt. 12 Schaden, 27 Schaden, 40 Schaden. Ja. Genau. Und tschüss. So. Dann, wie war das? Diesen da. Diesen da. Modifizieren herstellen. Ja klar, Maro geht pennen, was? Ja, ich muss mich von dem Übergewicht, das ich mitgeschleppt habe, erholen. Ja, mhm. Ja, gut. Nicht gut. Mhm. So. Kann ich? Station, da hatten wir nichts mehr, gell? Warte mal. Kann ja. Mach ich mal. Da war doch irgendwo. Platziere dein eigenes Camp. Die Frage ist, wo kann man das mal hinsetzen? Eigentlich nicht hier. Nö, ich hätte gesagt, wir suchen uns ein nettes Plätzchen.